Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Also, in Dragon Ball Legends haben wir wieder ein Update gehabt. Natürlich war es dieses Mal ein kleines Update, aber trotzdem kommt hier das Update Video dazu. Wie immer fangen wir erstmal mit den Events an und die rechte Seite können wir direkt überspringen, weil da haben wir wieder nichts Neues dazu bekommen. Aber hier in der Mitte haben wir wieder zwei alte Events bekommen, die eben zurückgekehrt sind, damit wir unsere Abenteuer farmen können. Und zwar geht es einmal um das Cell Event und einmal um das Turles Event. Wie man sehen kann, beim Turles kann man die 7 Stunden Abenteuer farmen und beim Cell hier kann man die 3 Stunden Abenteuer farmen. Aber natürlich auf der linken Seite haben wir etwas Neues bekommen und eigentlich ist es auch etwas Altes, welches erneuert wurde. Und zwar geht es um diesen Extreme Vegeta hier. Also sein Event wurde so wie bei Extreme Raditz und Extreme Nappa auch erneuert. Und jetzt kann er auf Zenkai 7 gebracht werden. Nur mit dem Event natürlich, also komplett free to play. Dann kann ich euch direkt schon mal sagen, beim Thumbnail werdet ihr vielleicht zwei Bilder sehen, die noch nicht im Spiel sind. Weil am 14.11., bedeutet am Samstag, bekommen wir ein Battle Event von dem Cooler. Ich gehe mal davon aus, es wird auch 1000 CC oder so bekommen werden. Und am 15.11., bedeutet am Sonntag, bekommen wir auch ein Event. Und dieses Event ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Es wird zum ersten Mal ein Super Scout Battle sein, wo man Sparkings bekommen kann. Aber naja, die Sparkings, die man sehen kann, sind jetzt nicht die besten. Bei Regeneration bekommt man einmal den Majin Buu, der bereits sein Zenkai Awakening hat. Dann die perfekte Form Cell, also nicht der neue Cell, der ein Transforming hat, sondern der alte Cell, der gelbe. Und dann haben wir einmal Buu, wo er Gohan absorbiert hat. Das wären zum Beispiel die drei Charaktere für Regeneration. Dann für Lineage of Evil haben wir einmal den Final Form Cooler, der blaue natürlich, Metall Cooler, der rote, nicht der neue logischerweise, und einmal Golden Freezer, und zwar der grüne. Und dann bleibt uns eigentlich eh nur mehr Saiyajins übrig, und das ist irgendwie das, was am meisten enttäuscht, würde ich jetzt sogar behaupten. Man bekommt einmal den grünen Bardock, den ganz, ganz alten grünen Bardock, dann einmal Super Saiyajin Goku von GT, auch komplett sinnlos, ist auch im Master Pack drinnen. Und zum Schluss bekommen wir den Kaioken Goku, der ist auch der ganz, ganz alte, der blaue, der sich sozusagen transformen kann. Also man kann auf jeden Fall dazu sagen, dass es jetzt nicht die wichtigsten Chars sind, das ist auf jeden Fall jedem hier bewusst, aber vielleicht fehlt dem einen oder anderen der bestimmte Char und den kann er sich jetzt wenigstens einmal holen. Und wie wir sehen können, geht die Story leider immer noch nicht weiter. Ich gehe mal davon aus, dass sie entweder nächste Woche oder zum Black Friday Update dann weitergehen wird, weil, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Black Friday was Größeres kommen wird und da werden wir sicher auch ein paar Story Stages auch dazu bekommen. Aber wie man sehen kann, haben wir jetzt keine neuen Stages dazu bekommen, deshalb machen wir auf jeden Fall weiter. Dann wären wir hier beim PvP. Es hat eine neue PvP-Season begonnen, aber es ist eine ganz normale Season. Die Belohnungen sind gleich und wie man sehen kann, gibt es kein Double RP oder Triple RP oder so etwas. Es bleibt einfach eine ganz normale PvP-Season. Und das Gute ist auf jeden Fall, diese PvP-Season endet genau zum Black Friday Update, bedeutet für uns auf jeden Fall, dass wir dann nochmal die 1000 CC mitnehmen können für den Step-Up-Banner, der höchstwahrscheinlich zu Black Friday kommen wird. Also auf jeden Fall ein kleiner Tipp für euch, falls ihr zum Beispiel jetzt diejenigen seid, die immer am letzten Tag PvP pushen, vielleicht wäre es besser, diesmal ein bisschen früher anzufangen, weil vor dem Update werden sicher noch die Charaktere angekündigt, die dann zu Black Friday kommen werden. Und meistens ist es eben so, wenn es Hype-Charaktere sind, fangen auf einmal die meisten Leute auch doch noch am letzten Tag zum Pushen an und das kann dann ziemlich nervig werden, glaubt mir. Deshalb pusht auf jeden Fall ein paar Tage früher, dann habt ihr keinen Stress. Wir machen hier natürlich bei den Summons hier weiter und wir haben auch einen neuen Banner dazu bekommen. Wie man sehen kann, sind es eh genau die Chars, die beim V-Jump League eben veröffentlicht wurden. Aber so oder so kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, hier nicht zu pullen, weil Black Friday steht vor der Tür. Also jetzt hier noch die CC zu verschwenden, wäre wirklich ziemlich sinnlos. Also bitte nicht pullen bei diesem Banner hier. Egal wie sehr ihr die Charaktere wollt, wartet erst auf Black Friday, weil ihr könnt sehen, dieser Banner ist noch lange genug da. Bedeutet, wenn euch Black Friday enttäuschen würde, könnt ihr von mir aus dann hier pullen. Aber ich bin mir wirklich ganz sicher, die Units, die zu Black Friday kommen werden, werden so oder so besser als diese sein. Hier beim Zenkai-Abschnitt, also mit Abschnitt meine ich das da oben, ihr könnt ihr sehen, da steht Zenkai drauf, haben wir auch etwas Interessantes bekommen, und zwar dieser Goku hier, also der Super Saiyajin, der ja ein Zenkai-Awakening bekommen hat, und dieser Broly, der genauso ein Zenkai-Awakening bekommen hat, die sind jetzt billiger geworden, und zwar muss man nicht mehr 20k CC ausgeben, sondern 7 Multisummons sollten ungefähr eigentlich reichen. Aber da dieser Goku und dieser Broly eh mit den Missionen auf Zenkai 1 kommen können, könnte man sogar theoretisch sagen, 6 Multisummons reichen auch vollkommen. Natürlich gilt hier dasselbe Prinzip, Black Friday steht vor der Tür, hier so oder so nicht sammeln. Wir machen jetzt natürlich mit den Missionen hier weiter. Hier auf der linken Seite, naja, das sind die Daily-Missionen. Natürlich hat sich da jetzt nicht wirklich was geändert. Aber wenn wir hier zur Mitte wechseln, kann man schon mal sehen, dass wir ein paar neue Sachen dazu bekommen haben. Ich gehe das Ganze ja immer von unten nach oben durch und man kann auf jeden Fall direkt sehen, hier beim Cell-Event 100 Energie ausgeben, Platin-Coin. Beim Event vom Turles schaut es ein bisschen anders aus, aber es kann auch daran liegen, dass ich das vielleicht damals nicht gemacht habe. Ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher, weil normalerweise habe ich immer jede Mission gemacht. Schreibt mir auf jeden Fall bitte rein, ob ihr genauso diese Mission hier bekommen habt, sodass man 70 CC holen kann und wenn man 100 Energie benutzt hat, nochmal ein Platin-Coin. Aber dann machen wir hier natürlich weiter. Wir können eben sehen, der Vegeta hat ja ein Zenkai-Awakening bekommen, also der Extreme-Vegeta.
Und somit können wir auch von diesem Event hier 1000 CC nochmal holen. Also sehr nice auf jeden Fall. Dann haben wir die zwei Missionen, die ich eh keinem empfehle zu benutzen. Und zwar geht es um diese All-Star-Missionen da. Wenn ihr den Vegeta einmal pullt, könnt ihr hier die Mission erfüllen. Und dann kriegt ihr 500 Z-Power für die Farbe. Und 1200 Z-Power für den Vegeta nochmal drauf. Empfehle ich eh keinem. Und ich denke mal, das wird eh keiner machen. Deshalb gehen wir einfach mal weiter. Von den Missionen bleibt eigentlich eh nur mehr das hier übrig. Und zwar, dass wir hier von den Sammelabenteuer-Events nochmal die Missionen bekommen haben. Man kann wieder 200 CC bekommen. Aber dieses Mal gibt es kein Assist-Ticket, sondern ganz normal 4 Single-Tickets. Weil normalerweise war es ja so, dass wir zum Beispiel für unseren Sparking-Ticket ein Assist-Ticket dazu bekommen haben, aber dieses Mal gibt es das nicht, sondern stattdem gibt es noch ein weiteres Single-Ticket. Und das war's dann eigentlich auch schon. Das Einzige, was uns übrig bleibt, sind die Equipments und da machen wir jetzt natürlich weiter. Das, was ihr hier sehen könnt, kommt vom PvP und ich kann direkt sagen, ja, ich sehe kein gutes Equipment, wirklich. Also da gibt es wirklich einige bessere Equipments. Und hier haben wir das nächste Equipment, das kommt vom Vegeta-Event natürlich. Und dazu kann ich nur sagen, ja, für ihn ist es ein sehr gutes Equipment, weil es erhöht genau das, was der Vegeta braucht, und zwar den Blast Attack. Und er macht hier mit dem Blast Attack den meisten Schaden. Kurz vor Schluss wollte ich euch natürlich noch sagen, die Extreme Clash Medaillen sollten jetzt angekommen sein. Also holt euch die auf jeden Fall und gönnt euch eure 1000 CC. Aber nicht ausgeben, nicht vergessen. In 2 Wochen startet Black Friday, also geht auf jeden Fall nicht mehr eure CC aus, egal für was. Also, das wäre es dann mit dem Update gewesen. Wir können auf jeden Fall sehen, dass es eher ein kleineres Update ist, aber trotzdem können wir sehr viel CC bekommen und vor allem am Wochenende kommt ja noch ein Battle-Event, welches höchstwahrscheinlich wieder 1000 CC geben wird. Deshalb Leute, wäre es von meiner Seite aus gewesen, spart auf jeden Fall eure CC, 2 Wochen noch, mehr müsst ihr nicht mehr sparen, dann könnt ihr es ruhig ausgeben, aber bis dahin nichts mehr an CC ausgeben. Deshalb hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!